Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich begrüße Sie hier aus unserem Schweriner Studio und mir gegenüber sitzt Professor Andreas Steininger. Er lehrt Wirtschaftsrecht an der Fachhochschule in Wismar und ist ein ausgewiesener Ostexperte, der hier in Mecklenburg-Vorpommern auch ein wenig Ostgeschichte mitgeschrieben hat. Und das wollen wir hinterfragen, Herr Steininger. Als der Krieg gegen die Ukraine ausbrach, der Angriffskrieg Russland, am 25. Februar, am 24. Februar brach der Krieg aus, am 25. Februar habe ich Sie angerufen und habe Sie gefragt, ob Sie uns ein Interview geben. Das haben Sie damals gemacht. Das war sozusagen ein Online-Gespräch, wo Sie auch gesagt haben, Sie waren von diesem Krieg ziemlich überrumpelt. Wenn Sie den Krieg heute sehen, fast drei Monate später, was sagen Sie? Wir haben ja alle damit gerechnet, dass Russland relativ schnell durchmarschiert. Richtig, also ich muss zugeben, ich habe diesen Krieg, das habe ich auch damals schon gesagt, nicht erwartet. Ich habe auch nicht erwartet, dass Russland versucht, jetzt sozusagen hier die Ukraine zu erobern. Ich habe gedacht, dass mit der Truppenstationierung an der Grenze der Ukraine vor allen Dingen erreicht werden sollte, auf einer Augenhöhe mit beiden zu verhandeln, aber dass hier so ein Krieg wirklich durchgeführt würde, davon bin ich nicht ausgegangen. Dann habe ich zugegebenerweise auch gedacht, dass die russische Armee doch relativ stark ist und habe gedacht eigentlich, dass sie relativ schnell in die Ukraine einmarschieren würde und wahrscheinlich auch die Ukraine, so schlimm das ist, erobern würde, dass sich diese ganze und dass die Verteidigungsbereitschaft der Ukraine so stark ist, habe ich auch unterschätzt, muss ich zugeben. Wir sprechen jetzt über das Ostinstitut. Das ist eine Institution, die in den letzten Tagen in den Schlagzeilen war. Es gab einen Podcast beim NDR, wo auch einige Sachverhalte nicht richtig dargestellt waren. Sie gehören zu den Gründern des Ostinstitutes zusammen mit Wolfgang Clement. 2009 war das. Was war der Hintergrund dieser Gründung eines Ostinstitutes? Der Hintergrund war, dass wir versucht haben, eine Institution zu schaffen, mit der wir deutsche Juristen für den russischen Markt ausbilden wollten. Wir hatten in der Zeit 2009, 2010 ungefähr knapp 5000 deutsche Unternehmen, die über Tochtergesellschaften in Russland tätig waren. Und mittlerweile sind es sehr viel weniger, hat sich fast halbiert die Zahl. Und diese Unternehmen, diese Tochtergesellschaften oder auch Unternehmen, die sozusagen auch nur einfach nach Russland geliefert haben, die brauchten vor allem Juristen, die in der Lage waren, Arbeitsverträge, Dienstverträge, Kaufverträge, Lieferverträge, also alle Arten von Verträgen im Zusammenhang mit dem Engagement in Russland vorzubereiten. Und das war eigentlich der Hintergrund. Wir wollten im Grunde genommen Wirtschaftsjuristen auf den russischen Markt vorbereiten. Und das war eigentlich auch ein ganz erfolgreiches Konzept als Spezialisierung des Fachbereichs Wirtschaftsrecht in der Hochschule Wismar. Und deswegen haben wir primär das Institut gegründet. Das war der eine Beweggrund. Der andere Beweggrund war, dass wir auch wissenschaftlich die Rechtsentwicklung in Russland nachvollziehen, beschreiben wollten. Wir haben dann eine entsprechende Internetzeitschrift gegründet. Wir sind Mitherausgeber einer großen Zeitschrift, die beim Beck Verlag erscheint. Also wir haben in dem Bereich dann auch wissenschaftlich uns relativ stark engagiert. Und das waren eigentlich die beiden Hauptzielrichtungen. Es war weniger eine politische Zielrichtung als eine ökonomisch-wirtschaftlich-rechtliche. Ja, ich weiß, Herr Professor Steininger, dass Sie fließend Russisch sprechen, dass Sie sozusagen lange sozusagen an diesem Markt in Russland arbeiten, auch familiär bedingt. Können Sie uns kurz den Hintergrund schildern? Ja, mein Hintergrund ist der, dass mein Vater, muss ich zugeben, ist in Russland geboren. Ich bin als Sohn deutscher Eltern. Und ich bin dann natürlich irgendwo, obwohl ich mich eigentlich gar nicht so sehr darauf spezialisieren wollte, irgendwo in diesen Bereich hineingerutscht. Man wird dann konfrontiert mit der Sprache. Mein Vater war selber auch Herausgeber einer Zeitschrift, die sich politologisch, historisch mit Osteuropa und Russland befasst und Osteuropa genannt und Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. Und deshalb
ist man dann, wird man natürlich stetig auch in der Kindheit schon damit konfrontiert und wächst dann sozusagen in diese Sache hinein. Ich selber bin aber von der Ausbildung her Jurist und Ingenieur und habe mich im Wesentlichen dann vor allen Dingen mit der Rechtsentwicklung in Russland befasst, war selber dann als Rechtsanwalt lange Jahre in Russland tätig, bin jetzt auch noch als Off-Counsel gewesen und habe dann eben, habe sozusagen vor dem Hintergrund auch die Praxis beobachtet. Ja. Die Geschichte Russlands wird jetzt vor allen Dingen vor dem Hintergrund natürlich des Ukraine-Krieges nochmal aufgerollt, wenn man so will. 2014 war da ein Einschnitt, als die Krim besetzt wurde. Gleich danach, unmittelbar danach, wurde hier in Mecklenburg-Vorpommern der Russland-Tag ins Leben gerufen. Und alle haben das noch begrüßt nach dem Motto, okay, wir müssen Kontakt halten, wir müssen die Brücken aufrechterhalten. Sie waren mit dem Ostinstitut da auch involviert. Das ist richtig. Wir haben den Russland-Tag konzeptionell sozusagen aus der Taufe gehoben. Ging natürlich in eine auch eher wirtschaftspolitische Richtung. Wir haben uns überlegt, wir brauchen eine Institution, die die wirtschaftlichen Austausch als Plattform befördert zwischen Russland und Deutschland, zwischen vor allen Dingen dem Leningrader Gebiet und Mecklenburg-Vorpommern. Das war die Idee. Und wir haben dann sind dann mit der IHK Rostock und zusammen auch mit der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern haben wir dann diesen Russlandtag veranstaltet 2014. Und Herr Sellering hat, obwohl sozusagen damals die Krim annektiert wurde, völkerrechtswidrig, diesen Russlandtag trotzdem organisiert stattfinden lassen. Und das war an sich auch erstmal ein Erfolgsrezept, weil man natürlich damit versucht, schon Kontakte auch auf der wirtschaftlichen Ebene geknüpft hat oder knüpfen konnte. Ja. Sie haben es gerade gesagt, Sie haben ja auch rechtspolitische Prozesse, Entwicklungen in Russland beobachtet. Ab wann war absehbar, dass Russland sich da in eine Richtung entwickelt, die vielleicht gefährlich sein könnte? Aus heutiger Sicht natürlich. Aus heutiger Sicht. Also sagen wir mal, es war die ersten, sagen wir mal, rein rechtspolitischen Hinweise, konnte man dadurch erhalten, dadurch, dass man natürlich sehr viele Restriktionen kamen nach 2014. Man hat das allerdings häufig natürlich auch als Gegenreaktion auf die deutschen bzw. europäischen Sanktionen verstanden und hat sozusagen ein wenig, da muss ich mich selber auch kritisieren, ein wenig das sich schön geredet, dass man möglicherweise hier einfach nur Gegenreaktion gegenüber den Sanktionen des Westens hatte. Man hätte es vielleicht auch merken können an dem neuen Gesetz über die Agenten, ausländische Agenten. Aber man muss sagen... Das müssen Sie noch mal kurz erläutern. Ja. Vielleicht wissen das nicht andere Zuschauer. Ein Gesetz gegen ausländische Agenten, das richtete sich vor allen Dingen gegen Vereine, Organisationen, genau, die auch mit westlichen Geldern gesponsert wurden. Genau, das sind also Vereine und Organisationen, die mit westlichem Geld organisiert waren, also im Grunde genommen alle NGOs von westlicher Seite. Ja, die sozusagen NGOs, waren, das sind die Nicht-Regierungsorganisationen, genau. Non-Governmental Organizations, also das sind wie Heinrich-Böll-Stiftung oder auch liberalen Stiftungen, also das heißt Stiftungen oder Vertretungen, die im Wesentlichen kulturpolitischen Hintergrund haben oder sozusagen keinen eigenen wirtschaftlichen Zweck verfolgen und dann eben mit Geld aus dem Westen unterstützt wurden, die wurden dann plötzlich zu ausländischen Agenten. Und das, da hätte man schon einige natürlich mal aufhorchen müssen. Wir haben auch aufgehorcht. Was ich allerdings, oder ich würde mal sagen, die rein rechtspolitische Frage war weniger problematisch. Man hätte es vielleicht daran merken können, vielleicht auch merken müssen, dass eben im Fernsehen eigentlich seit 2014, 2015 doch sehr stark in Richtung Nationalismus agitiert wurde. Es wurden immer nur bestimmte Filme gezeigt, es wurden immer nur, vor allem auf den staatlichen Sendern, wurde immer nur der große Vaterländische Krieg hervorgehoben, die Leistungen der Russlands. Und jetzt sieht man auch eben, dass man versucht, auch während dieses Krieges sozusagen an den großen Vaterländischen Krieg eben anzuknüpfen, an diesen dortigen erbrachten Leistungen. Und da hätte man vielleicht sogar noch eher dran merken können, dass sich Russland in einer bestimmten Richtung bewegt, als von dem Hintergrund oder als im Hinblick auf die rechtspolitische Entwicklung. Haben Sie sich Russland da in der Beziehung etwas schön geredet, wenn man so will?
Naja, wenn man länger in Russland gewohnt hat wie ich, dann redet man sich das Land nicht mehr schön. Es gibt ja Gründe, warum man auch geht, warum man möglicherweise hätte dort auch bleiben können. Schön geredet will ich nicht sagen, aber es ist natürlich schon so, dass Russland da ist geografisch. Es ist direkt vor unserer Haustür und man hat immer natürlich versucht, dass man sagt, naja, das sind Dinge, die nicht schön sind, aber wir müssen trotzdem weiter irgendwie im Gespräch bleiben. Das war die Idee. Ne? Man hat immer versucht, sagte, klar, wir müssen irgendwie mit dem Land zurechtkommen. Aber dieser Vorwurf des NDR, Sie hätten EU-feindlich argumentiert, das ist an den Haaren herbeigezogen. Das würde ich so nicht stehen lassen. Nein, das kann man auch in keinem einzigen Aufsatz bei uns nachweisen. Wir geben eine Internetzeitschrift raus und veröffentlichen auch sehr viel. Eben wie gesagt, bei einem großen Verlag sind Mitherausgeber einer wissenschaftlichen Zeitschrift, vielleicht sogar der wissenschaftlichen Zeitschrift im Zusammenhang mit Wirtschaft und Recht in Osteuropa. Und da wird kein einziger EU-feindlicher Aufsatz wird dann nachzuweisen sein. Wir haben natürlich die Sanktionen, also vor allem die Verordnungen, die Sanktionsverordnung 833 aus 2014 oder 269 aus 2014 analysiert und natürlich rein juristisch auch beispielsweise Fehler in der Machart versucht aufzudecken. Wir haben versucht zu analysieren, wie funktionieren diese Vorschriften eigentlich, das schon, aber wir haben bestimmt nicht die Europäische Union im Hinblick auf die Sanktionen kritisiert. Ja. Eine spannende Frage, die uns natürlich als Menschen interessiert. Wir wissen, dass es in Russland auch nach wie vor eine Zivilgesellschaft gibt. Sie haben viele Kontakte in Richtung Russland. Wie wird der Krieg dort wahrgenommen? Wie wird das gesehen heute? Also es gibt eine ganz große Gruppe natürlich auch bei Intellektuellen, mit denen ich viel arbeite, also Rechtsanwälte, Berater, die natürlich das sehr, sehr kritisch sehen und auch die Sorge haben, große Sorgen haben um den Frieden in Europa. Aber man muss ganz klar auch sagen, dass eine ganz große Gruppe, und man kann jetzt auf Umfragen verweisen und sagen, dass die möglicherweise gefälscht sind, aber das ist auch meine Wahrnehmung, dass ungefähr 60 bis vielleicht 70% derjenigen, mit denen ich auch rede, durchaus diesen Krieg verteidigen. Die sagen doch, es ist richtig, dass wir diesen Krieg führen. Die NATO-Osterweiterung hat uns bedroht. Wir mussten jetzt irgendwie handeln. Wir haben versucht, mit dem Westen zu reden. Das sind immer dieselben Argumentationen. Wir haben versucht, mit dem Westen zu reden und niemand hat uns gehört. Und das ist, und vor dem Hintergrund wird dieser Krieg auch teilweise eben bei Intellektuellen und bei Rechtsanwälten oder eben Leuten, die studiert haben, also durchaus eigentlich einen größeren erweiterten Horizont haben müssen, bin ich sagen, positiv gesehen, aber als Notwendigkeit gesehen, um sozusagen Russland gegenüber dem übergriffigen Westen, so wird es ja dargestellt, sozusagen zu behaupten. Und die Argumentationsebene war ursprünglich, wie gesagt, wir müssen den Donbass und Luhansk befreien von Nazis. Jetzt ist es im Grunde genommen eine andere Begründung, die jetzt oder eine neuere Begründung ist jetzt gekommen, nämlich die, dass es jetzt im Grunde genommen um einen Systemkonflikt zwischen dem Westen und einem sozusagen der Eigenständigkeit Russlands geht. Also und dass der Westen, Russland nicht diese Eigenständigkeit zugestehen will, genau. Das wird dem Westen vorgeworfen, genau. Und deshalb muss man Krieg führen, deswegen muss man Menschen morden, deswegen muss man die eigenen Jungs als Kanonenfutter opfern. Es wird im Prinzip so hingenommen, teilweise, dass gesagt, ja, Krieg, das ist eben Krieg. Es wird teilweise so lapidar unter den, man geht da nicht so genau drauf ein, ne, aber das ist eben sozusagen, es wird als notwendige Begleiterscheinung dann irgendwie hingenommen. Ne. Also ja. Ich will sagen, es gibt durchaus Russen, die das sehr, sehr kritisch sehen, die natürlich auch momentan nur Schwierigkeiten haben, beispielsweise jetzt am Telefon überhaupt das Wort Krieg in den Mund zu nehmen, das ist ja strafbar. Ne, ja. Sogar, ne. Wir sehen ja so einen Aufrüsten auf beiden Seiten, sozusagen natürlich auf militärisch, auf der anderen Seite natürlich auch verbal. Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis raus? Wie erreichen wir einen Frieden? Ich meine, Sie haben schon gesagt, man muss Russland auf der Landkarte, es ist da ein Riesenland irgendwie, man muss auch in Zukunft damit rechnen. Ja, also es ist tatsächlich sehr schwierig, wie man diesen Konflikt jetzt lösen soll. Darüber zerbrechen sich ja momentan alle den Kopf. Es ist auch ein Patentrezept, im eigentlichen Sinne gibt es da nicht. Es ist sicherlich so, dass man versuchen muss,
auch wenn dieser Krieg jetzt läuft, entgegen teilweise auch gegenteiliger Meinungen hier im Westen, die Gesprächskanäle zu Russland offen zu halten, um zumindest eine Basis für etwaige Friedensverhandlungen zu schaffen. Man kann die Hoffnung haben, dass vielleicht mit gewissen Zugeständnissen von der einen und von der anderen Seite zumindest ein, sagen wir mal, kalter Frieden zustande kommt. Momentan sehe ich es eigentlich noch nicht. Also es ist momentan so, dass jetzt eine Verhandlung nur extrem schwierig ist. Ja. Ja, auch das Ostinstitut in Wismar ist aktiv geworden. Sie möchten Wismar ausbauen als Außenstandort einer ukrainischen Universität. Können Sie uns da etwas zum Hintergrund erzählen? Ja, also es ist so, wir haben vor dem Kriege in den letzten Jahren sogenannte Doppelstudiengänge aufgebaut mit russischen Universitäten, also in St. Petersburg und in Moskau. Die sind jetzt eingefroren oder gekündigt, diese Kooperation, aber auch mit kasachischen und auch ukrainischen Universitäten, insbesondere ist hier zu nennen Odessa und Kharkiv. Aus Kharkiv, wir haben jetzt ein Projekt konzipiert, in dem 9 Professorinnen aus Kharkiv zu uns kommen nach Wismar und dort vor allen Dingen Forschungen betreiben sollen im Hinblick auf bestimmte rechtliche Strukturen für eine Nachkriegsukraine. Da geht es teilweise um sehr banale Fragestellungen, beispielsweise wie organisiert man eine Krankenversicherung in der Zukunft. Es geht um die Neuordnung der StPO, der Strafprozessordnung im Hinblick auf Korruption. Es geht um Fragestellungen des Zivilgesetzbuches. Das soll sozusagen neu konzipiert werden. Und wir hoffen also, dass wir ab dem Juli jetzt 9 Professorinnen bei uns begrüßen können, die dann eben entsprechende Forschung machen, entsprechende Vorlagen für den Gesetzgeber in der Ukraine vorbereiten. Das sind alles Ukrainer, ja. Und ich hoffe auch, dass wir den Doppelstudiengang in Kharkiv, die kriegerischen Ereignisse uns das überhaupt erlauben, fortsetzen können. Da geht es darum, dass ukrainische Studierende zu uns kommen können, bei uns einen Abschluss im Wirtschaftsrecht machen können und umgekehrt unsere Studierenden auch in der Ukraine. Nur ich fürchte, momentan werden wir keinen Deutschen finden, der jetzt in der Ukraine einen Abschluss machen möchte. Herr Steininger, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir werden Ihre Arbeit natürlich auch weiterhin begleiten an der Hochschule Wismar und hier in der Region. Natürlich viel Erfolg dabei weiterhin. Und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es hier heißt Interview der Woche.